Dem ukrainischen Präsidenten Zelensky ist eine Coup gelungen. Mit seiner Reise in die Türkei brachte er nämlich 5 hochrangige Militärs zurück in die Ukraine, die in der heftig umkämpften Stadt Mariupol gekämpft hatten. Sie gerieten in russische Kriegsgefangenschaft und wurden dann in einem Austausch nach Istanbul gebracht. Moskau protestierte heftig gegen diese Aktion. An der Front versuchen die ukrainischen Truppen weiter, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen. Bisher nur mit mäßigem Erfolg. Der Kriegsüberblick von Jan-Friedrich Funk. Es ist die erste Umarmung nach über einem Jahr. 5 Kommandeure des Azov-Regiments werden in Lviv von ihren Familien und Freunden begrüßt. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte sie bei seinem Türkei-Besuch bereits am Flughafen in Istanbul empfangen und in die Ukraine zurückgebracht. Ich möchte dem Präsidenten danken, dem ganzen Team, allen, die geholfen haben, den Schlüssel für die Handschellen zu finden. Von heute an werden wir wieder gemeinsam kämpfen. Wir werden im Kampf wieder eine Rolle spielen. Monatelang hatten sie die Hafenstadt Mariupol gegen russische Angriffe verteidigt, sich mit mehreren tausend ukrainischen Soldaten im Stahlwerk Azovstal verschanzt. Nach der Eroberung kamen sie in russische Gefangenschaft und wurden an die Türkei ausgeliefert. Ursprünglich hätten sie erst nach Kriegsende wieder in die Ukraine einreisen dürfen. Ein diplomatischer Erfolg für den Präsidenten. An der Front ist die Ukraine von einem Sieg allerdings weit entfernt. In der Stadt Liman wurden ein Geschäft und ein Haus durch russische Artillerie zerstört. Die Ukraine spricht von 6 Toten und 5 verletzten Zivilisten. Die ukrainische Offensive kommt nur langsam voran. Auch deswegen wollen die USA nun auch Streumunition an die Ukraine liefern. Doch viele NATO-Partner sehen das kritisch. Spanien lehnt die US-Entscheidung ab und auch Großbritannien geht auf Distanz. In Deutschland sehen viele die Lieferung von Streumunition ebenfalls kritisch, fordern stattdessen mehr Lieferungen anderer Munition. Bei Streumunition, die ja geächtet ist, muss man natürlich noch mal genau hingucken. Und gerade das Thema Marschflugkörper, von denen wir auch einige haben, die wir der Ukraine liefern können, das macht einfach Sinn, dass wir das, was wir liefern, weiter liefern, mehr liefern, schneller liefern. Die Ukraine braucht wirklich alles, was möglich ist. Und da sollten wir nicht zögern, damit eben diese Frage anderer Munition überhaupt nicht aufkommt. Kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in Litauen hat Präsident Zelensky eine klare Beitrittszusage gefordert. Doch einige Mitglieder zögern, eine solche Zusage zu geben. Darunter die USA. Das NATO-Mitglied Polen hat 1000 Soldaten an die Grenze zu Belarus verlegt. Man wolle damit auf Destabilisierungsversuche aus dem Nachbarland reagieren. Hintergrund sind die Stationierung russischer taktischer Atomwaffen sowie die mögliche Unterbringung von Kämpfern der Söldnertruppe Wagner. Wir wollen nach Kiew schauen zu Tatjana Ohm. Tatjana, also Zelensky hat ein Coup gelandet, Moskau tobt. Wie wichtig ist diese Nachhausebringung der 5 Soldaten aus Mariupol? Sehr wichtig, Carsten. Und damit guten Morgen nach Deutschland. Hallo nach Deutschland. Doch, das ist schon sehr wichtig hier. Man sieht es zum Beispiel daran, dass die ganzen Telegram-Kanäle von ukrainischen Bloggern voll damit sind, mit den Fotos, mit den Videos. Erst in Istanbul, dann in Lviv. Die großen Tageszeitungen hier haben das auch alle natürlich als allererste Meldung. Und wir können vielleicht noch mal zeigen, um das auch zu untermauern, so ein bisschen, wie wichtig das Ganze ist, indem wir euch ein großes Plakat zeigen, was hier seit einem Jahr hängt, das eben sagt, Azovstal, Free Mariupol Defenders. Das Schicksal der Verteidiger von Mariupol hat hier eine große Rolle gespielt und tut es immer noch. Das Schicksal der gesamten Stadt, diese Tage, diese Wochen, in denen die Verteidiger auch im Stahlwerk drin gewesen sind, hat damals bewegt und ihr Schicksal bewegt noch immer. Und insofern, wenn man sagt, Zelensky ist damit ein Coup gelungen, dann liegt man völlig richtig. Dieser gestrige Tag, der als der 500. Tag hier in der Ukraine gezählt wird, seitdem die Großinvasion der Russen begonnen hat, war halt ein besonderer. Und die ukrainische Regierung, eben allen voran das Präsidialamt, haben einiges dafür getan, um das auch noch mal deutlich zu machen. Das eine ist die Befreiung oder die Zurückholung nach Hause der Azovstal-Kämpfer gewesen. Und das andere sind diverse Videos gewesen, die man gestern veröffentlicht hat. Eines zum Beispiel zeigt den Präsidenten mit seinem engsten Berater, dem Leiter des Büros Yermak, und hochrangigen Offizieren auf der Schlangeninsel. Das ist unserer Kenntnis nach vor einigen Tagen schon gedreht worden, wurde gestern veröffentlicht, wo man eben auch noch einmal darin erinnert,
erinnern wollte an das Schicksal der Schlangeninsel, wie sie zurückgeholt wurde, zurückerobert werden konnte, an diesen berühmten Satz, der damals da gefallen ist, von einem ukrainischen Soldaten gegenüber einem russischen Kriegsschiff. Ich will es nicht wiederholen, Kinder könnten zuschauen. Er war sehr explizit und deutlich. Und gestern einfach stand alles im Zeichen dieser 500 Tage, so wie sie es hier zählen, die russische Großinvasion eben schon dauert. Und eben, wie gesagt, von Seiten des ukrainischen Präsidialamtes hat man da versucht, dran zu erinnern und eben auch noch einmal zu würdigen, die Stärke und die Kraft der eigenen Leute, der eigenen Soldaten. Das Ganze natürlich auch unter PR-Gesichtspunkten zu sehen, ganz klar. Man versucht hier, die Moral hochzuhalten und eben weiter zu versichern, dass man kämpft an allen möglichen Fronten, um die besetzten Territorien zu befreien. Tatjana, die Ankündigung der USA, nun also die geächtete Streumunition an die Ukraine zu liefern, wird im NATO-Bündnis doch dann kritisch diskutiert. Aber welche Rolle spielt das bei dir in der Ukraine? Wie ist diese Nachricht dort aufgenommen worden? Sehr positiv natürlich, weil es etwas ist, was man schon seit längerem ja gefordert hat und eingefordert hat. Es hat eine Zeit lang ja auch das Gerücht gegeben, dass die Ukraine bereits über vielleicht nicht allzu große, aber doch gewisse Mengen an Streumunition verfügen soll, angeblich geliefert von der Türkei. Die Türkei hat das immer wieder dementiert, aber diese Gerüchte haben sich hartnäckig gehalten. Jetzt also die offizielle Ankündigung der USA, jawohl, wir liefern. Und das ist hier nochmal aufgenommen worden, unter anderem auch vom Verteidigungsminister von Reznikow, der nochmal klar gemacht hat, wie das eingesetzt werden soll, eben vor allen Dingen in den Bereichen, wo die russische Armee massive Verteidigungsanlagen aufgebaut hat, weil man da eben versuchen will und aus ukrainischer Sicht eben der Gedanke versuchen auch muss, diese Verteidigungslinien zu durchbrechen, wenn die Gegenoffensive auf lange Sicht Erfolg haben will. Warum braucht man diese Munition? Weil man einfach nicht genügend Artilleriegranaten hat und auch die Depots der Verbündeten im Westen da mittlerweile relativ leer sind. Wir haben Marie-Agnes Strack-Zimmermann, glaube ich, gerade gehört, die eben gesagt hat, wir müssen dann halt andere Waffen liefern. Ja, sagt man hier in der Ukraine, aber wir bekommen sie eben nicht und wir bekommen sie auch nicht in dem Tempo und auch nicht in den Mengen, wie wir sie hier tatsächlich brauchen. Bei Streumunition ist es einfach so, dass sie in einer gewissen Größenordnung, in einer Fläche, in einer gewissen Breite sich verteilt und eben dem Gegner Menschen und auch Material dort massiven Schaden zufügt, und das ist das erklärte Ziel der Ukrainer. Sie haben aber eben auch sehr klar gemacht, ich zitiere hier auch noch einmal frei Reznikow, der halt gesagt hat, wir wissen natürlich um die Gefahr, die von zurückbleibenden Blindgängern ausgeht. Wir verwenden es nur auf unserem eigenen Territorium, das im Moment besetzt ist. Es wird nicht gen Russland verwandt werden. Und in dem Moment, wo der Krieg befreit ist, wird der Fokus in Sachen Minenräumung eben auch genau darauf liegen, dass wir das so schnell wie möglich auch wieder räumen und versuchen zu säubern. Also hier die Haltung dazu ist sehr klar. Tatjana, danke für diese aktuellen Einordnungen nach Kiew. In Deutschland ist es an mehreren Orten zu Messerangriffen gekommen. In Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz wurde bei einer Auseinandersetzung ein Mensch getötet. Gerüchte, es wäre ein Amoklauf gewesen, wies die Polizei zurück. Und auch, dass es mehrere Verletzte gegeben hat. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. In einer Straßenbahn in Dresden ist ein Mann durch Messerstiche ebenfalls getötet worden. Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Das Opfer und der Verdächtige sind laut Polizei Somalia. Und in Hamburg wurde ein Mann nach einem Streit getötet. Auch hier wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Bei allen drei Vorfällen sind die Hintergründe allerdings noch unklar. Und damit blicken wir nach Bad Hönningen in Rheinland-Pfalz zu Daniel Koop. Guten Morgen, Daniel. Gibt es denn jetzt nun neue Erkenntnisse zu diesem Messerangriff? Also man muss ganz klar unterscheiden, Carsten, es gibt bestätigte Informationen und es gibt Informationen, die wir jetzt hier auch von den Menschen aus dieser kleinen Gemeinde erhalten haben. Ich hatte heute Morgen noch einmal die Möglichkeit, mich mit der Polizei zu unterhalten. Da hat man mich jetzt erst einmal an die Staatsanwaltschaft verwiesen. Aber man muss ganz klar sagen, an einem Wochenende muss man da von einer Behörde nicht so unheimlich viele Informationen sich erhoffen. Was uns die Menschen hier heute gesagt haben, es soll eine Geburtstagsfeier hier gegeben haben, ganz in der Nähe. Wir stehen hier, man kann es im Hintergrund, glaube ich, erkennen, vor einem Gasthof. Und bei dieser Geburtstagsveranstaltung soll es dann in irgendeiner Weise zu einer Eskalation gekommen haben. Wahrscheinlich war da auch relativ viel Alkohol im Spiel. Dann war es wohl so, dass ein Mann, der angeblich, aber wie gesagt, das sind alles bisher noch unbestätigte Informationen, aus Belgien stammen soll, die Straße runtergelaufen und hat dann auf mindestens eine Person dann erst einmal eingestochen.
Wochen. Und dann kam es zu der Situation, dass eine Frau, sie soll Mitte 40 ungefähr sein, war ganz in der Nähe hier von diesem Gasthof. Und Anwohner haben mir beschrieben, dass sie wahrscheinlich helfen wollte, dass sie wahrscheinlich eingreifen wollte. Aber dann hat der Mann wohl sofort auf die Frau hier eingestochen. Die Frau ist dann noch einige Meter weiter gelaufen, ist dann aber verstorben an ihren schweren Verletzungen. Die Polizei war gestern mit einem Großaufgebot hier vor Ort. Es gab unter anderem auch das Gerücht, dass es sich hier um eine Amoktat, um einen Amoklauf handeln sollte. Da konnte die Polizei dann aber erst einmal Entwarnung geben. Daniel, aber generell, wenn wir auf die vergangenen Tage, Monate schauen, dann sehen wir, dass es in Deutschland ein immer größeres Problem mit Messerangriffen gibt. Warum? Ja, absolut. Also wenn man sich die nackten Zahlen da mal anschaut, alleine im letzten Jahr spricht man über mindestens 21.000 Messerangriffe in Deutschland. Und es ist ein sehr blutiges Wochenende jetzt gewesen. Also du hast es ja eben schon erwähnt, ein Zwischenfall beispielsweise in Dresden in einer Straßenbahn, ein Mann 40 Jahre ums Leben gekommen. Dann eine weitere Eskalation gestern in Hamburg in einem Hinterhof. Auch dort gibt es eine Person, die ums Leben gekommen ist. Also Messerangriffe werden immer wieder zu einem Problem. Und es gibt ja die Diskussion jetzt schon in vielen Städten, beispielsweise auch Waffenverbotszonen auch durchzusetzen. Auch bei der letzten Innenministerkonferenz war unter anderem ein Thema gewesen, ob man grundsätzlich beispielsweise an Bahnhöfen und in Zügen es verbieten möchte, dass man überhaupt Messer mitbringen kann. Das Ganze ist erst einmal gescheitert. Aber ja, diese Diskussion, die gibt es. Und die Zahl der Messerangriffe, das muss man leider sagen, da ist die Tendenz deutlich nach oben. Daniel, du wirst die Situation für uns in Bad Hönningen, Rheinland-Pfalz, weiter beobachten. Danke erstmal für den Moment. Im Kampf gegen den unregulierten Flüchtlingsstrom nach Deutschland fordert Markus Söder striktere Grenzkontrollen. Daher solle der Bund die Maßnahmen der Bundespolizei aufstocken, sagte der bayerische Ministerpräsident in der Bild am Sonntag. Als Beispiel nannte der CSU-Vorsitzende die Bilanz der bayerischen Grenzsicherung. Sie sei mit 80.000 Fahndungstreffern positiv. Darunter waren Menschenhändler, Drogendealer und auch andere Schwerkriminelle, so Söder weiter. Mit einem Friedensmarsch haben tausende Menschen in Bosnien des Genozids von Srebrenica vor 28 Jahren gedacht. 4.000 machten sich auf den rund 100 Kilometer langen Weg, der an die Route erinnert, auf der 1995 tausende Jungen und Männer unterwegs waren, bevor sie von serbischen Kämpfern getötet wurden, obwohl die Stadt eine UN-Sicherheitszone war. Das niederländische Schutzbataillon sah tatenlos zu. Die meisten Opfer waren muslimische Bosnier. Es ist die Rede von 8.000. Die Leichen wurden in Massengräbern verscharrt, um Beweise für das Verbrechen zu vertuschen. Höhepunkt des Gedenkens ist der 11. Juli, also in 2 Tagen, der Tag, an dem die Serben mit den Erschießungen begonnen haben. 2 Jahre ist die verheerende Flut, die in Rheinland-Pfalz und in Teilen von Nordrhein-Westfalen schwere Zerstörungen zurückgelassen hat, her. 2 Jahre, in denen eigentlich viel Zeit war, wieder aufzubauen. Und es sollte ja auch schnell geholfen werden. Doch es hakt noch immer, und zwar gewaltig. Greta Wagner hat sich in den betroffenen Gebieten umgeschaut. Flüsse, die zu reißenden Fluten wurden. Mindestens 134 Menschen sterben. Tausende verlieren alles. Die traurige Bilanz der Jahrhundertflut vor fast 2 Jahren. Die 55-jährige Carmen Poppelreuter hat hier mit ihrer Familie alles verloren. Die Ahr, keine 10 Meter von ihrem Grundstück entfernt. Auch heute fällt ihr dieser Gang noch schwer. Ich kriege dann Panik wieder. Ich kriege einen verdammt schweren Druck auf der Brust und Kehlkopf. Doch sie baut wieder auf. Und das genau an der Stelle, an der die Jahrhundertflut alles zerstört hat. Warum macht man das? Weil es die Heimat ist. Ich lebe seit über 30 Jahren hier in diesem Haus. Meine Kinder sind hier groß geworden. Meine Enkeltochter, ne, wächst hier mit auf. Und es ist unsere Heimat. Versichert war sie damals nicht. Und auch bis heute hat sie noch keine Versicherung gefunden, die sie annehmen wird. Sie musste ihre Lebensversicherung in Höhe von 45.000 Euro auflösen, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Von den schnell versprochenen Hilfen der Bundesregierung hat sie nichts gesehen. Dass jeder Betroffene wieder so dasteht, finanziell wie vor der Flut. Schnell und unbürokratisch. Das ist ein Scheiß. Also das macht einen wahnsinnig wütend. Weil wir können ja nichts dafür. Wir haben uns die Situation nicht ausgesucht.
Ohne Spenden geht hier gar nichts. Nadja Eiche hilft mit ihrer Organisation Carmen und vielen anderen Flutbetroffenen, weiß aber auch, wie groß die Hürden sind. Die Versicherungen bezahlen nicht. Familien mit vielen Kindern leben noch teilweise im Hotel oder noch in Wohnungen, wo sie Miete bezahlen. Ihr Haus ist geflutet, teilweise sogar abgerissen, müssen aber noch den Kredit bezahlen, von diesem Haus die Miete bezahlen. Und dann kriegen sie kein Geld von der Versicherung. Und das wird hier in Maischoss an allen Ecken deutlich. Diese Straße hier in Maischoss gleicht wirklich einer Geisterstraße. Jedes zweite Haus ist noch eine absolute Baustelle oder auch einfach komplett verlassen, weil viele auch einfach nicht mehr hierhin zurückkommen wollen. Milliarden Hilfen wurden versprochen. Doch Menschen wie Carmen müssen sich bis heute größtenteils selbst helfen. 2 Jahre sind vergangen und es wird wohl noch Jahre dauern, bis hier Normalität einkehrt.